Also gegen 2 Uhr hat uns eine Notrufmeldung erreicht, dass eine Person in Höhe Rheindorfer Hafen ins Wasser gestürzt ist. Offensichtlich handelt es sich um einen Angler. Ein zweiter Angler hat wohl dieses Geschehen beobachtet und hat uns angerufen. Wir sind daraufhin sofort ausgerückt und haben wasserseitig und landseitig den kompletten Bereich rheinabwärts abgesucht. Die Suche war ziemlich intensiv. Der komplette Rheindorfer Hafen musste begangen werden. Die Ufermauer, die Aufstiege dort. Leider ohne Erfolg. Wir haben bisher die Person nicht finden können und nach 1,5 Stunden muss man jetzt sagen, macht es unter den Umständen keinen Sinn mehr zu suchen. Wir mussten die Suche jetzt leider erfolglos abbrechen. Nach eigener Aussage hat er versucht, noch seinen Kumpel eine Angelroute zur Hand zu reichen, um sich festzuhalten. Das ist ihm leider nicht gelungen und dann ist er halt abgetrieben und ist danach auch nicht mehr gesehen worden. Das Problem ist, dass diese Eintrittsstelle, wo die Person ins Wasser gelangt ist, genau im Bereich eines Ausflusses der Kläranlage liegt und da die Strömungsgeschwindigkeit an der Stelle nochmal erhöht und auch unkalkulierbar ist. Also das ist so, den Anschein hat, dass er da reingekommen ist und dann halt auch relativ schnell in den Strom gezogen wurde. So, wir haben jetzt gerade auch mal selber anhand der Wassertemperatur und auch der vergangenen Zeit sind die Überlebenschancen relativ gering.